Yo Leute, was geht? Euer Eiskönig wieder am Start mit ja, Review sozusagen oder mit einem, ja, einfach mit einem anderen Spiel. Und wie man sieht, Flappy Bird. Wenn man jetzt aufgeht, Flappy Bird New Season. Also, es ist wirklich von einem gleichen Entwickler normalerweise. Und ja, ich glaube, der hat so geheißen. Ich weiß jetzt nicht, aber normalerweise ist das wirklich. Also da sieht man jetzt alles gleich. Und das ist in, gibt es nur in Neuseeland Store. Also in einem anderen Store gibt es noch gar nicht. Und ja, schauen, ob ich mich das wieder so aufregt, das Spiel. Was kommst du eigentlich? Okay. Ha, ich hab schon eins geschafft. Schafft sie nicht. Mein Rekord war 45. Oh fuck. Das ist bitter. Ah, du Pisser. Die Scheißwerbung, alles. Geh mir so auf die Klöten, Alter. Scheiße! Ich muss mal reden, als wie dass ich nur mich konzentriere, alles. Und das ist nicht so witzig. Aber der Hintergrund da ist, ist alles gleich geblieben. Was? Mich wundert es, dass er die Röhren wieder gemacht hat. Angeblich kommt da, dass das ein Multiplayer hat, also dass du jetzt gegen Freunde zum Beispiel spielen kannst. Was? Na, ah, jetzt wird wieder weitergeleitet. Komm, das schaffe ich. Jetzt ist wieder hell. Jetzt sehe ich wieder besser. Ich hab gewusst, dass das jetzt so ist. Scheiße. Das macht so süchtig. Ich will weiterkommen. Fuck. Irgendwie war es ja geil. Solche Items, oder? Dass du jetzt da zum Beispiel. Ich weiß nicht. Dass du irgendwelche geilen. I Alter, du kannst. Gib mir nicht den Arsch, Alter. Boah, gib mir das auf den Sack, Alter. Das ist bitter. Komm. Kannst du es schaffen? Nicht schaffen. Mein Bestes ist 15, oder? Du willst mich verarschen, da muss Ein schon mehr bisschen. rausgehen. Aber wenn du jetzt so nebenbei redest, Alter, da kannst du dich überhaupt nicht konzentrieren, irgendwie. Ja, siehst du, klatsch immer gegen so fucking Röhren, Alter. Wie schlecht bist du bitte? Aber solche Items sind eklig geil, so wie das für kurze Zeit kannst einfliegen in die Röhren oder das Item gibt, das zum Beispiel schwerer fliegen. Leck mich. Das schwerer zum Fliegen ist zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, was man da einbauen könnte. Fuck. Alter, durch, Alter, das war jetzt nur eins besser, Meine Alter. Wie Oma spielt schlecht besser bin ich Flappy eigentlich, Bird Alter? als wie du, Alter. Dürft ihr in die Kommentare schreiben? Nein, dürft ihr nicht. Na. Okay, vielleicht. Na.
dich? Boah, das regt mich so auf. Ein bisschen. Komm, ich schaffe jetzt einer. Ich will mindestens 45. Boah, was kannst du eigentlich, du Drecksvogel, mit deinen fetten Lippen, Alter? Mehr als wie du. Ja, die meine ich, Alter. Druckst du immer einen ganzen Lippenstift in der Früh auf, oder was, Alter? Mit deinen fetten Augen. Mach's. Dreh durch, Alter. Geist, boah, verpiss dich, Alter. Das Geist ist ja der Vogel, ist voll fett und die Flügel sind so klein, Alter. Normalerweise kann sowas gar nicht fliegen, Alter. Düdling, düdling. Okay, fünf Versuche haben wir jetzt noch. Vier. Was kannst du eigentlich, Alter, du Drecksvogel, Alter? Der Hund ist dumm. Habt ihr es gerade gelesen? Habt ihr es gerade gelesen jetzt da? Es tut mir leid, dass jetzt fahre ich zu euch heim und schlage euch das Tier. Oh, fuck. Na, Spaß. Aha, GTA für den PC oder die lieber auf die PS4-Version warten, du Intelligenzbestie 3.0, Alter. Hat der PS4 und kauft sich GTA für den PC, aber das kommt gleichzeitig aus, das sind. Boah, das regt mich schon wieder auf, wenn ich drüber nachdenke. Wie viele Versuche haben wir jetzt eigentlich? Nur 10, gell? Boah, die schmeißt gleich. Er hat so ein fettes Auge und weiß nicht, wohin fliegt. Die fette Sau. Okay, drei Versuche jetzt noch. Boah, leck mich doch am Sack, Alter. Mit deinen fetten Negerlippen, Alter. Eins, boah, neuer Rekord, ha? Boah, leckt's mich doch, Alter. Ja, Leute, das war's jetzt auf jeden Fall. Lasst zur Bewertung und der Kommentar da. Das Spiel geht mir schon wieder mal auf den Sack. Und ja, sagt was dazu, die was Angry Birds hat jetzt mit hingeschissen. Flappy Bird nicht am Handy oben haben, die können das jetzt wieder aufladen. Auf jeden Fall halt nur auf Neuseeländer Store. Ja, auf jeden Fall. Und ja, da können sie es halt aufladen. Und sonst müsst ihr warten, bis, ja, bis das Spiel halt in Deutschland Store gibt. Das wird aber noch dauern oder in Österreichischen halt. Weil das Spiel. Alter, wie oft schickt er mir auf Bücher, Alter, du Achelgas. Der will nur in einem Video sein. Das muss ich Ihnen dann gleich sagen, Alter. Was soll das? Na, Spaß. Auf jeden Fall, ja, in österreichischen und deutschen Store wird es eher später sein. Weil der neue Seeländer Store. Ja, auf jeden Fall. Der ist halt, der Store ist nur dafür da, sozusagen, die testen die Spiele, wie es bei die User ankommen
Und wenn jetzt zum Beispiel Flappy Bird durchfällt, kommt es dann einmal in einen deutschen Store und wird dann bei Neuseeland Store, ja, wird es dann noch ausgenommen. Und ja, dann kommt es vielleicht nicht mal für österreichischen oder deutschen Store, also das kann man nie wissen. Und ja, ich kann euch nur empfehlen, so zu machen. Das geht eigentlich ganz einfach. Man lockt sie aus bei Highlights. Dann, okay, kann der Wahl spüren. Dann sucht man ein gratis Spiel, druckt dort auf. Wie es halt aufladen, dann steht halt, du bist nicht angemeldet und dann fragt er dich, ob du dich anmelden willst oder ob du deinen Account erstellen willst. Dann drückst du auf Account erstellen, gibst halt die ganzen Daten ein. Ich weiß nicht, ob du jetzt die Daten, die gleichen eingibst von der Straße und das alles her oder ob du jetzt eine Fake-Adresse eingibst. Und ja, dann gibst du das alles ein und dann bist du eigentlich fertig. Weil, fuck, wenn du das bei iTunes machst oder generell ohne, dass du was abladen willst, ohne Account, dann fragt er dich immer nach einer Kreditkarte und so ein Scheiß. Und ja, so kannst du es einfach abladen, einfach so erstellen, ohne dass über Kreditkarten oder irgendwas tun wirst, angeben wirst. Und ja. Das zu denen, jetzt wisst ihr, wie das geht, und dann müsst ihr euch einfach immer nur ab und anmelden mit denen. Und ihr könnt auch bei Amazon an Neuseelands iTunes-Karten kaufen bei Amazon und das dann einlösen. Da könnt ihr auch Hafenspiele in Neuseeland Store. Aber die ganzen Spiele, was dort schon was kosten, wird es wahrscheinlich in Deutschland oder in Österreichischen vielleicht schon geben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist jetzt wirklich von wieder, das war jetzt schon lang. Und ja, lasst die Bewertungen und Kommentare da, schreibt es in die Kommentare, ob ich noch einen Part machen soll. Und ja, ich bin raus, Leute, ciao.